Morgen Leute, nehmt euch mit heute auf einen Travel-Vlog. Es geht nach Denver. So, ich bin ready, es ist 9 Uhr. Hier sind meine beiden Taschen. Eins und zwei, damit geht's in die USA. Marcel hat auch genauso viel dabei. Und wir werden jetzt von unserem Kollegen Devin einfach zum Bahnhof fahren. Schau mal schon mal an dich. Kuss, Kuss, Kuss. Und von einer, ich nehme euch mit. Ihr werdet alles sehen. Bau! Nice, Devin. Danke fürs Fahren. Kein Ding, Digga. Aber dieser Frankfurt-Verkehr ist so behindert, Digga. Was ist das, Junge? Ich habe auch schon zu Devin gesagt, für Devin ist, glaube ich, mehr Faxen, als wenn wir Bahn gefahren sind. Danke, Devin. Danke, Devin. Marcel, bist du ready? Sehr ready, Mann. Let's go. Wir müssen eh noch umpacken, ne? Ja. So, Marcel, welche Hand willst du haben? Links oder rechts? Links. Boah, beide Sachen. Double it and pass it to the next one or take it? Take it. Alles klar. Oh, Marcel, guck, wie geht man vor? Da hab ich erstmal nicht geguckt. Gar nichts. Wie lange fliegen wir noch? 4 Stunden 5 bis jetzt ist eigentlich fair. Schon über die Hälfte. So, nochmal keinen Snack bekommen. So wichtig, Leute. Vertraut mir, nehmt euch zusammen mit. Einfach ein bisschen die erkennerische Uhr auf. Mach schon mal fertig. So. To Boulder, Colorado, right? Oha, ist ja dumm groß. Digga, mit so kann man richtig arbeiten hier. Tschüss. Süß. Kein Fahrfleisch. Tennisplatz direkt. Digga, ist geil, Bruder. Warum habe ich das gemacht? Maschallah. Ja, Pro, wollt ihr vor der Ruhe gehen? Ich will richtig essen. Ey, Digga, das ist so brutal. Wo ist die Südsee? Hier rennt so ein Scheiß. Stehst du auch Südsee schon? Wo ist der? Wir sind immer gleich. Okay, the boy got a strap. Die arbeiten mit uns, Mitarbeiter. I'm speaking to you as a prophet, as where they come. Gunshots sound like music hanging out the Buick. Going in the city, that would mean fuck. Reinspaziert. Bro, he was on some straight things like, so why should we play? Ja, die halt viel schneller sind. Die halt von so Base. Oder sind sie auch viel? Gucken. Ich finde es nur krass zu sehen, dass jetzt so viele Leute wirklich doch. Mit den Jungs. Von der NBA dann letztendlich irgendwie. Hey, boah, Leute. Darf ich mir den Stuhl hin? Jetzt hier mit Tristan, wir machen einen Podcast. Ihr seht. Nice, danke Tristan. Genau, wir nehmen jetzt bei ihm auf, korrekt, weil Marcel hat sich hier so heimisch gefühlt, wegen der Freistaat Bayern Flagge, deswegen musste das hier gemacht werden. So sieht's aus. Genau. So, wir sind hier gerade bei der Facility in der Arena, die haben gerade Teamtraining, Sonntag ist das Spiel. Und wie ihr sehen könnt, die machen hier so ein bisschen Drills,
wo die gegen den Mann finishen müssen, quasi, also gegen den Tall Defender. Und das sind meistens diese Manager da unten, die halt da testen. Und genau, da vorne sind dann noch so die Guards. Gut, Marcel, was sagst du dazu? Ich sehe das wie Tristan, ich weiß nicht, das sieht irgendwie ein bisschen pervers aus, aber ich bin gespannt, was du abgibst für eine Wertung. Ich sag hier, guck mal hier, Cafeteria, Tristan hat gegönnt. Steak, Bohnen, Mais, Reis. Danke, Mann, Kuss geht raus. Fetzen wir uns das jetzt hier rein, Digga. Sind noch bei der Facility. Deswegen, alle warten schon drauf. Everybody! Squeeze Wayne. Squeeze Wayne in this shit, you know. I got a lot for us. So Leute, wir sind jetzt hier mal einmal in Boulder. We're time. Colorado draußen. We're time. Yes sir, Digga, wir gucken uns hier mal das ganze Ding an. Heute ist St. Patrick's Day. Hier sehr ruhig, ja Mann. Wir waren auch noch keiner Day Party heute, haben noch ein bisschen waren müde noch von gestern Abend. Und haben dann Training jetzt zugeguckt, nochmal von den Jungs. Heute Teamtraining war sehr geil. Was ist dir besonders aufgefallen, Marcel? Ich fand es war sehr strukturiert, haben wir beide, glaube ich, gesagt. Und dass es sehr nice aufeinander aufgebaut war einfach. Also so, das war sehr stimmig aufeinander. Also so angefangen mit den Drills von Technik, dann so ein bisschen mehr so in 3 gegen 3, 4 gegen 4 bis zu 5 gegen 5 die Plays durchspielen. Fand ich nice. Also, ja, Mann. Vor allem habe ich das Gefühl, dass so ganz gut aufgeteilt wird, auch auf die Positions so, dass ja. Jeder so ein bisschen seine Skills auch im Training schon üben kann. Genau. Und nicht nur danach noch seine Shots bekommt. Also, ja, es ist sehr, sehr positions-, alles, also individuell einfach quasi auf einen ausgerichtet, auch dass du wirklich die Sachen nimmst, die du auch im Game machst. Und Teamtraining war geil, ich fand den Trainer sehr korrekt, also so, hat so einen guten, ruhigen Eindruck gemacht. Einmal nur so rumgeschrien, ist es eine Kirche? Und genau, ja, ich filme jetzt mal hier ein bisschen rum, seht ihr mal ein bisschen. Bisschen Downtown, Digga. Boulder. Boulder. Und mal dieser Scheiß hier ist. Courthouse. Ja. Fast eine Kirche. Kirche. Genau, deswegen so, wir gehen jetzt noch was essen. Everybody eats gleich. Und dann gucken wir mal, was heute Abend noch geht. St. Patrick's Day, vielleicht gehen wir noch mal raus hier. Genau. Also, Leute, geisteskrank. Guckt euch das mal an. Diese Berge sind so nah. Also, ich meine, guckt euch das mal an. Bruder, das ist dumm nah einfach. Also, das ist schon. So. Das sind die Fries, Digga. Genau. Die Salami. Sehr geil, sehr geil. Die soll gut sein, wurde mir gesagt. Fries. Burger, guck mal drauf, zeig mal die beiden. Ist gut. Hast du auch Double genommen oder einer? Einer, weil wir zwei gegeben. Ehrlich? Ehrenmann. Nein, erstmal ist das mit $3 nach oben gegangen von der hinteren Seite. Ist okay, war jetzt nicht zu krass, war okay. Preis, Leistung. Bisschen wie Five Guys so in dem Dreh, aber bisschen billiger. Lecker geschmeckt. Muss man aber jetzt nicht nochmal machen.